Oriana, du musst es retten. Geh zum Wasser. Ich bleibe hier. Nein, Brock. Nein, komm mit mir. Lauf! Bringst du den Seehunden zu? Einer Seejungfrau. Sieh sie dir an. Was ist? Jetzt steckt sie in Schwierigkeiten. Sie ist gesprungen. Duba, halt auf den Felsen zu. Los! Ich sehe sie, Kapitän. Sie hat die Brandung überwunden und schwimmt auf uns zu. Hassan. Sicherheit, ihr habt's geschafft. Bitte, seid so gut und bringt mich nach Gucciri. Wir brauchen jemanden, der uns befreit. Wovon befreit? Befreit von den Schrecklichen. Was für Ungeheuer mögen diese Insel beherrschen? Thank you.
Erzählt mir mehr von diesen Schrecklichen. Müssen wir uns darunter Krieger oder Soldaten vorstellen? Oder handelt es sich um Magie? Ja. Magie ist es sicher nicht. Ich habe noch nie solche Gewalt gesehen, solche Zerstörungen. Und bei uns gibt es keine Magie. Hat man diese Wesen je gesehen? Niemals. Ich muss nach Gocheri, wo ich Hilfe bekommen kann. Krieger, Soldaten, irgendjemand. Hier, das ist alles, was wir haben. Mein Vater und andere Clanälteste haben das gesammelt. Wir müssen diese Schrecklichen töten, damit wir wieder wie normale Menschen leben können. Bitte, ich bezahle euch, wenn ihr mich hinbringt. Ah, langsam. Gocheri liegt sehr weit entfernt. Bitte! Lasst uns doch erst einmal nach diesen Ungeheuern suchen. Vielleicht können wir euch helfen. Wieso? Es würde euch eine lange Reise ersparen. Sindbad? Wir brauchen sowieso frisches Wasser. Ihr habt Glück gehabt, Tarin. Brünn besitzt magische Kräfte, Firus ist Wissenschaftler und die übrigen... sollten eigentlich klüger sein. Ich glaube, ihr braucht das dringender. Aber ich muss euch bezahlen. Fürs Erste ist das nur ein kleiner Landgang. Ihr solltet euch etwas ausruhen. Dann nehmen wir unser Beiboot und gehen an Land. Danke, Kapitän. Mein Name ist Sindbad. Ho! Wollte, dass wir um diese Zeit kommen. Seltsam, dass er uns nicht begrüßt. Vielleicht hat er verschlafen. Verhard? Verhard! Verhard? Vielleicht ist er auf den Feldern. Ich glaube, wir gehen besser. Gute Idee. Siehst du was? Nichts. Warte. Sieh mal durch. Wohin? Dorthin. Was ist denn? Ich höre nichts. Doch. Da ist etwas. Das ist sicher nur der Wind. Nein. Ein Trümmerhaufen. Ja, es sieht aus, als hätte ein Orkan alles herumgewirbelt. Ja, genau, aber... die Landschaft ist nicht zerstört. Sindbad. Ich habe auch so ein Gefühl. Ein gesatteltes Pferd. Wo ist der Reiter? Schau dich mal um, Brünn. Das Pferd wartet auf seinen Reiter. Aber wo steckt er? Lebt jemand hier? Verhard, ein Bauer. Noch ein Pferd. Irgendwas stimmt hier nicht.
Tarin, bindet die Pferde fest. Ist gerade erst passiert. Scheint niemand umgekommen zu sein. Ja. Aber was ist das für ein Geruch? Ist ja widerlich. Irgendwie süßlich. Ein Geruch von Verwesung. Irgendwelche Sekrete. Sindbad! Was ist denn? Psst, ganz ruhig, sei ganz ruhig. So ist es brav. Das war eine Viehweide. Und ein Fluchtweg. Und nun ist es ein Friedhof. Firuz. Dieselben Sekrete. Spürst du etwas? Nur, dass wir gehen sollten. Ja. Lasst mich einen Moment überlegen. Ist ja gut. Was ist das? Ach, schon gut, schon gut. Komm her, komm. Ganz ruhig. Die Pferde. Sindbad! Hey, wo steckst du, Sindbad? Sindbad? Tuba! Hey, Leute! Irgendwas hat die Pferde erschreckt. Ja. Ist euer Dorf weit von hier? Nein, nicht sehr weit. Dann sollten wir besser losreiten. Was immer dieses Haus zerstört hat, es könnte uns irgendwo auflauern. Ich habe etwas gefunden. Na los, ich höre. Ich glaube, es handelt sich um Früchte und Fleisch. Ich denke, dass es sich bei dieser klebrigen Substanz um Speisereste, stark vermischt mit Speichel, handeln dürfte. Vielleicht sind auch andere Stoffe darin enthalten. Reden wir hier von Monstern? Nun ja, sagen wir, meine Überlegungen gehen in Richtung eines abnormen Phänomens. Wir reden von Monstern. Oh, da. Was ist denn das? Schnell! Tarin führt uns sofort in euer Dorf! Vorwärts, lauf! Ja, schneller! Ja. Ja, lauf! Firuz! Hast du Explodierstangen dabei? Die Krachmacher vergesse ich niemals! Gib mir zwei! Und den Anzünder! Evakuiert das Dorf! Aber... Na los! Höher! Ich danke dir, Gott, dass du lebst. Alle müssen das Dorf verlassen, jetzt! Vater, die Schrecklichen sind da. Monster. Gibt es ein Versteck in der Nähe? Nur am Ufer des Sees. Ausgezeichnet, geht alle ins Wasser. Kommt mit zum See. Kommt, Leute. Ameisen können nicht schwimmen. Du bist ein Genie. Ich weiß. Komm schon! Beeil uns!
komme nach. Dann kommen sie bestimmt gleich. Da sind sie also los. Bleib ruhig, die Ameisen ziehen sich schon zurück. Ja. Ho, ho, ho. Dermot. Ja. Es ging nicht schneller. Das war reichlich knapp. Ja. Sie waren dicht hinter uns, sind uns aber nicht ins Wasser gefolgt. Sie scheuen das Wasser. Sie haben sich zurückgezogen. Aber sie kommen wieder. Vater? Das ist Sindbad. Wie es scheint, seid ihr sicher. Fürs Erste. Sagt den Männern und Frauen, sie sollen dort drüben lagern. Wir lagern dort drüben. Jetzt, wo wir unsere Feinde kennen, müssen wir einen Weg finden, sie zu vernichten. Keine leichte Aufgabe. Ameisen gehören zu den zähesten Lebewesen. Und die sind noch dazu riesig. Manche tragen das 50-fache ihres Gewichts. Übrigens sind sie sehr gut organisiert. In ihren Kolonien herrscht straffe Ordnung. Oh, Kolonien. Mit wie vielen dieser Dinger müssen wir rechnen? Mit Hunderten, nehme ich an. In jedem dieser staatenähnlichen Gebilde gibt es Arbeiter, Weibchen, Männchen und die Königin. Wir nehmen es mit einer Armee von denen auf? Kaum zu vermeiden. Die Ameisen sind gewaltige, aber normale Geschöpfe. Sie haben nichts mit Magie zu tun. Wann hat das alles angefangen? Kurz nachdem Naupo hier kam. Wer ist Naupo? Tja, das haben wir uns auch schon oft gefragt. Unsere Insel hat sich in ein Schlachtfeld verwandelt, seit er hier ist. Er ist in das verlassene Schloss gezogen und hat sich nie mehr sehen lassen. Und niemand ist je vom Schloss zurückgekommen, um von ihm zu berichten. Aber er kann nicht allein sein. Er hat das Schloss wieder aufgebaut. Er muss Hilfe haben. Firuz? Naupo. Lange nichts gehört von ihm. Er ist Wissenschaftler und lebte in Basra. Das war, bevor ich zu euch kam. Ich erinnere mich an Naupo. Man nannte ihn vielerlei, aber nicht Wissenschaftler. Er schuf Monster. Ja, man kann es so nennen. Aber er ist ziemlich beschlagen. Er beschäftigte sich in Ägypten mit Gehirnforschung. Dann unternahm er Experimente an Lebewesen, auch an Menschen. Verpflanzte Körperteile. Und seine Patienten? Die vorhin erwähnten Monster. Er wurde aus Basra verbannt. Und kam irgendwann hierher. Wie weit ist das Schloss entfernt? Einen halben Tagesritt. Ich kenne eine Abkürzung. Karin! Ja, ich weiß, Vater, es ist gefährlich. Es war auch gefährlich für mich, zum Meer zu laufen, aber ich habe Sindbad mitgebracht, oder? Ja, ihr habt mich mitgebracht. Und ihr hört jetzt auf meine Befehle. Ihr bleibt hier, beschreibt uns nur den Weg. Er ist der Kapitän. Duba, Ronga, versucht irgendwelche Barrikaden aufzubauen oder sowas. Machen wir. Postiert Leute als Wachen und stürzt euch bei Gefahr sofort ins Wasser. Wir besuchen inzwischen diesen Naupo. Ich hoffe, der Mann ist gesprächsbereit. Und wenn nicht? Werde ich ihn überreden. Wir werden verfolgt. Ich habe niemanden gesehen. Hier ist irgendetwas. Ist schon eine Weile hinter uns her. Hör!
Wir werden den Rest des Weges zu Fuß gehen müssen. Na dann los. Braver Junge. Denkst du, Naupo hat Helfer? Ich denke, das werden wir bald feststellen können. Sindbad. Langsam und ganz ruhig. Hat er uns vermutlich als Eskorte geschickt. Niemand zu sehen. Man hat uns aber erwartet. Nichts zu sehen von irgendwelchen Dienern. Es ist überwältigend. Alles auf dem neuesten Stand. Ah, ein Wissenschaftler. Sehr selten, dass jemand meine Arbeit schätzt. Ich bitte, Platz zu nehmen. Esst, trinkt und ich werde euch alles erklären. Wir verzichten auf die Mahlzeit. Uns würde die Erklärung reichen. Ah, ein Mann voller Ungeduld. Sagt mir, ist außer eurem Wissenschaftler hier noch jemand dabei, der Verstand hat? Wenn ihr mir Schaden zufügen möchtet, dann muss ich euch warnen, es wird euch nicht gelingen. Also bleibt, wo ihr seid, meine Freunde, oder ich verfüttere euch an meinen Leibwächter. Ihr frisst gern, Seefahrer. Also, bitte setzen. Ich sagte, setzt euch. Ihr habt gewusst, dass wir euch aufsuchen. Oh ja, sicher. Ich sah euch auf die Insel kommen. Und da ihr hier seid, kann ich euch nicht wieder gehen lassen. Ihr werdet meine Gäste sein, bis ich mich anders entschieden habe. Und wenn wir uns weigern? Sind diese Ameisen ein Experiment? Oh, sie sind hübsch, nicht wahr? Ja, sie sind Nebenprodukte einer guten Tat, die ein Fehlschlag war. Dann entstanden diese Dinge aus Versehen? Durch Mutation. In gewisser Weise. Nehmt bitte eine Kartoffel. Ich habe an einem Mittel gearbeitet, das Wachstum fördert. Und heraus kam eine Art Kraftfutter. Eins, das sich sehr förderlich auswirkte auf das menschliche und pflanzliche Wachstum. Ich habe es an einigen Inselbewohnern ausprobiert. Und? Oh, es war ziemlich grässlich. Also warf ich das Mittel weg. Aber es hat wohl einige Ameisen angelockt. Sie wuchsen und vermehrten sich und inzwischen habe ich eine ganze Kolonie davon. Von Monstern. Oh, sag das nicht. Meine Kinder sind überaus intelligent. Sie sehen in mir eine Art Vaterfigur. Ja, in der Rangfolge stehe ich sogar höher als ihre Königin. Ja, sie sind stark und immer gehorsam. Perfekte Arbeiter. Dazu die perfekten Krieger. Ja, wenn ihr so wollt, das auch. Aber ich bediene mich ihrer zu einem guten Zweck. Seht euch doch an, wie friedlich die kriegerischen Menschen dieser Insel geworden sind, seit meine Ameisen die Kontrolle über sie ausüben. Oh, ob es euch nun gefällt oder nicht, Kapitän. Sie haben in diesem Land Recht und Ordnung wiederhergestellt. Ja, indem sie die meisten Menschen hier getötet haben. Und wenn hier Frieden herrscht, dann ziehe ich mit einer meiner schwangeren Königinnen in ein anderes Land. Oh, habe ich bereits gesagt, dass ich dazu euer Schiff brauche? Was? Ihr seid wahnsinnig. Empfindet ihr die Gegenwart dieses Narren nicht als störend? Nein. Ich empfinde Mörder als störend. Und ihr seid ein Mörder. Nein. Ich bin ein Erlöser. Und mit eurer Hilfe, Kapitän, werde ich in ein anderes Land gehen und den Verbrüderungsprozess wiederholen. Und dann nehme ich mir eine andere Königin und fahre in das nächste Land.
So lange, bis die ganze Welt in Frieden und Harmonie lebt. Von Riesenameisen kontrolliert. Und mit euch als König. Sicher eine sehr mühselige Aufgabe, aber eine, auf die ich vorbereitet bin, Kapitän. Aber in gewisser Weise, unterbrech mich, wenn ich mich irre, spielt ihr nicht ganz einfach Gott? Nicht, dass so etwas nicht erstrebenswert wäre. Es ist nur so, habt ihr in euren Weltverbesserungsvorstellungen auch jedes denkbare Hindernis mit einbezogen? Seht ihr, was ich meine? Ist... Er wird wütend sein, wenn er aufwacht. Sein Problem. Ohne seine Pfeife kann er seine Truppen nicht zusammenrufen. Ist, wie diese Dinger sich fortbewegen können, ohne gesehen zu werden. Wobei sie schnell sind und in Rudeln auftreten, dass sie nie jemand gesehen hat. Sagt es doch, sie sind intelligent. Sinfort! Hör! Dermot! Natürlich, sie bewegen sich unterirdisch fort. Und dort ist auch ihre Kolonie. Da ist der Geruch wieder. Sie müssen in der Nähe sein. Ja, sie sind hier. Na, hoffen wir es. Damit haben wir Licht. Wir müssen ihren Bau oder ihr Nest finden. Königin aufspüren. Was tun wir dann? Wir töten sie und damit ihren Nachwuchs. Und wie? Keine Ahnung. Wie lange wird es dauern, bis sie sich da durchgewühlt haben? Nicht lange. Und wenn sie über ein Tunnelnetz verfügen, können sie überall auftauchen. Denken wir am See weiter nach. Vorwärts! Lauf! Meine Kinder werden alle auf dieser Insel vernichten, die mir im Weg sind. Jetzt wissen wir, dass Naupo seine Ameisen doch hierher dirigieren kann. Und durch ihre unterirdischen Anlagen können sie jederzeit überall auftauchen. Die Insel ist voller Höhlen. Früher versteckten hier Piraten ihre Beute. Wir alle kennen diese Höhlen gut. Können wir nicht einfach ein Floß bauen und uns auf den See zurückziehen? Dort sind wir vor den Biestern sicher. Sie können doch nicht schwimmen, oder? Das geht nicht. Sie würden uns aushungern. Wir müssten irgendwann an Land gehen, um Nahrung zu besorgen. Sie würden nicht das Geringste riskieren. Sie haben viel Zeit. Also, wenn Sie nicht zum Wasser gehen, muss das Wasser zu Ihnen kommen. Verstehe ich nicht. Wir setzen die Höhlen unter Wasser. Genau. Wir werden einen Wasserkanal zu einem Punkt oberhalb der Höhlen graben, sprengen ein Loch hinein und setzen alles unter Wasser. Hier ist die Haupthöhle.
Von hier aus durchziehen Gänge die ganze Insel. Also sprengen wir ein Loch in die Decke der Haupthöhle und leiten das Wasser hinein. Sie können nicht mehr entkommen. Ja. Wie schaffen wir es, die Ameisen so lange in den Höhlen zu halten, bis das Wasser kommt? Das war deine Frage, ja? Wir werden einen Köder brauchen. Mich. Dich? Ja. Als Köder? Ich habe schon Schlimmeres getan. Also, du sprengst zwei Löcher in die Decke der Höhle. Eins, um das Wasser reinzuleiten und eins für mich als Ausweg, wenn das Wasser kommt. Aha. Fangen wir an. Er ist so... Er ist noch viel besser als das. Viel besser. Wenn wir fluten, läuft das Wasser aus dem See dort unten rein. Das muss es auch. Ja. Da müsstest du problemlos rein und raus können. Hä? Und schnell. Zeit. Jeder soll sich bereithalten, ins Wasser zu fliehen, wenn die Ameisen kommen. Und das gilt auch für euch. Viel Glück. Was dagegen, wenn ich dir nur die Hand schüttle? Ist alles klar? Wenn ich aufhöre, damit zu klingeln, lasst ihr das Wasser rein. Ja, ist klar. Ich komme wieder. Viel Glück. Jetzt werde ich wohl Glück haben. Auf die Glocke. Thank you.
Zerstören wir das Wehr! Danke dir. Gehen wir. Ist ja nicht anzusehen, wie die zwei sich aneinander verbeißen. Keine Angst, das Glück wird ihn auch in dieser Gefahr nicht verlassen. Wie sieht's aus? Normal. Komisch. Jedes Mal, wenn der Mensch versucht hat, Mutter Natur ins Handwerk zu pushen, hat sie sich als stärker erwiesen. Da Naupo weg ist und die Insel ihren Frieden hat, wird das hier sicher ein belebter Hafen werden. Einer, den wir oft anlaufen werden, nehme ich an. Ja, aber nur, wenn wir Zeit haben. Bus? Hä? Ich möchte nur sicher gehen, dass die Dinger alle tot sind. Wenn die Königin überlebt hat, dauert es nicht lange und... Firuz, es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Du darfst abschalten. Ja. Danke. Vergesse ich niemals. Gib mir zwei. Und den Anzünder. Evakuiert das Dorf. Aber... Na los! Höher! Yeah!
zurück. Ja, sie ist wieder da. Vater, ich habe Hilfe mitgebracht. Tarin, ich danke dir, dass du lebst. Alle müssen das Dorf verlassen, jetzt. Vater, die Schrecklichen sind da. Monster. Gibt es ein Versteck in der Nähe? Nur am Ufer des Sees. Ausgezeichnet, geht alle ins Wasser. Kommt mit zum See. Kommt, Leute. Ameisen können nicht schwimmen. Du bist ein Genie. Ich weiß. Sagte, er käme nach. Dann kommen sie bestimmt gleich. Da sind sie also los. Bleib ruhig, die Ameisen ziehen sich schon zurück. Ja. Ho, ho, ho. Irgendwas stimmt hier nicht. Tarin, bindet die Pferde fest. Ist gerade erst passiert. Scheint niemand umgekommen zu sein. Ja. Aber was ist das für ein Geruch? Ist ja widerlich. Irgendwie süßlich. Ein Geruch von Verwesung. Irgendwelche Sekrete. Sindbad! Was ist denn? Psst, ganz ruhig, sei ganz ruhig. So ist es brav. Das war eine Viehweide. Und ein Fluchtweg. Und nun ist es ein Friedhof. Firuz! Dieselben Sekrete. Spürst du etwas? Nur, dass wir gehen sollten. Ja. Lasst mich einen Moment überlegen. Ist ja gut. Was ist das? Ach, schon gut, schon gut. Komm her, komm. Die Pferde. Sindbad! Hey, wo steckst du, Sindbad? Sindbad? Duba! Hey, Leute! Irgendwas hat die Pferde erschreckt. Ja. Ist euer Dorf weit von hier? Nein, nicht sehr weit. Dann sollten wir besser losreiten.
Was immer dieses Haus zerstört hat, es könnte uns irgendwo auflauern. Ich habe etwas gefunden. Na los, ich höre. Ich glaube, es handelt sich um Früchte und Fleisch. Ich denke, dass es sich bei dieser klebrigen Substanz um Speisereste, stark vermischt mit Speichel, handeln dürfte. Vielleicht sind auch andere Stoffe darin enthalten. Reden wir hier von Monstern? Nun ja, sagen wir, meine Überlegungen gehen in Richtung eines abnormen Phänomens. Wir reden von Monstern. Oh, da! Was ist denn das? Weg hier, schnell! Tarin führt uns sofort in euer Dorf! Vorwärts, lauf! Ja, schneller! Ja! Ja, lauf! Virus! Hast du Explodierstangen dabei? Die Krachmacher! Zum Wasser! Tarin, es geht um Orianna. Du musst es retten. Geh zum Wasser. Ich bleibe hier. Nein, Brock. Nein, komm mit mir. Lauf! Seehunden zu? Einer Seejungfrau. Sieh sie dir an. Was ist? Sie steckt sie in Schwierigkeiten. Sie ist gesprungen. Duba, halt auf den Felsen zu. Los! Ich sehe sie, Kapitän. Sie hat die Brandung überwunden und schwimmt auf uns zu. Ah!
Sicherheit. Ihr habt's geschafft. Bitte, seid so gut und bringt mich nach Gocheri. Wir brauchen jemanden, der uns befreit. Wovon befreit? Befreit von den Schrecklichen. Was für Ungeheuer mögen diese Insel beherrschen? Mehr von diesen Schrecklichen. Müssen wir uns darunter Krieger oder Soldaten vorstellen? Oder handelt es sich um Magie? Ja. Magie ist es sicher nicht. Ich habe noch nie solche Gewalt gesehen, solche Zerstörungen. Und bei uns gibt es keine Magie. Hat man diese Wesen je gesehen? Niemals. Ich muss nach Gocheri, wo ich Hilfe bekommen kann. Krieger, Soldaten, irgendjemand. Hier, das ist alles, was wir haben. Mein Vater und andere Clanälteste haben das gesammelt. Wir müssen diese Schrecklichen töten, damit wir wieder wie normale Menschen leben können. Bitte, ich bezahle euch, wenn ihr mich hinbringt. Ah, langsam. Gocheri liegt sehr weit entfernt. Bitte! Lasst uns doch erst einmal nach diesen Ungeheuern suchen. Vielleicht können wir euch helfen. Wieso? Es würde euch eine lange Reise ersparen. Sindbad? Wir brauchen sowieso frisches Wasser. Ihr habt Glück gehabt, Tarin. Brünn besitzt magische Kräfte, Firus ist Wissenschaftler und die übrigen... Sollten eigentlich klüger sein. Ich glaube, ihr braucht das dringender. Aber ich muss euch bezahlen. Fürs Erste ist das nur ein kleiner Landgang. Ihr solltet euch etwas ausruhen. Dann nehmen wir unser Beiboot und gehen an Land. Danke, Kapitän. Mein Name ist Sindbad. Oh! Der Hart wollte, dass wir um diese Zeit kommen. Seltsam, dass er uns nicht begrüßt. Vielleicht hat er verschlafen. Verhart? Verhart! Verhart? Vielleicht ist er auf den Feldern. Aber wir gehen besser. Gute Idee.
Siehst du was? Nichts. Warte. Sieh mal durch. Wohin? Dorthin. Was ist denn? Ich höre nichts. Doch. Da ist etwas. Das ist sicher nur der Wind. Nein. Ein Trümmerhaufen. Ja, es sieht aus, als hätte ein Orkan alles herumgewirbelt. Ja, genau, aber... Die Landschaft ist nicht zerstört. Sindbad. Ich habe auch so ein Gefühl. Ein gesatteltes Pferd. Wo ist der Reiter? Schau dich mal um, Brünn. Das Pferd wartet auf seinen Reiter. Aber wo steckt er? Lebt jemand hier? Verhat, ein Bauer. Noch ein Pferd.